Yo Leute und willkommen zu einer neuen Runde von Fortnite Battle Royale und wir spielen heute Gruppenkeile und zwar alleine und das hat einen Sinn, Leute. Ja, ich tue hier mal ganz kurz den Stuhl weg. Das hat nämlich folgenden Sinn. Ich habe ja früher immer zum Beispiel ganz oft Rage Mode gezockt, Minecraft Rage Mode und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war eigentlich relativ gut da drin und ich habe auch die ein oder andere Runde mal gewonnen. Ich habe auf jeden Fall immer viele Kills gemacht und hatte schon meine ordentlichen Skill-Momente. Rage Mode zockt man aber normalerweise immer allein und wenn ich in Gruppen gezockt habe, das habt ihr eher selten gesehen, weil ich eben da nicht so viele Skill-Momente habe. So, eigentlich habt ihr mich allein nur einmal beim Fortnite-Zocken gesehen, oder? Kann das sein? Ein oder zweimal? Ich glaube nur einmal. Okay, jetzt geht es los. Der Gruppenkeilspielmodus ist wieder da. Ich nehme das hier gerade am 26. auf, also am zweiten Weihnachtstag. Und ich begebe mich gleich einfach mal zu Retail Row. Ich setze bewusst keinen Marker, weil irgendwie habe ich bemerkt, das bringt Glück. Keine Ahnung warum, Leute. Aber jetzt geht es auf jeden Fall gleich dort hin. Oh, aber da ist die Zone. Das könnte ein bisschen von Nachteil sein. Sagt man von Nachteil? Ja, ich glaube, man kann von Nachteil sagen. Ja, es war gerade eben auch meine Route. Gerade eben hatte ich schon mal eine Runde gespielt, auch alleine. Und da hatte ich, ohne Witz, Leute, da hatte ich mega die Skill-Sniper-Momente. Ich habe nur ein ganz paar davon aufgenommen. Wow, ich habe schon einen gekillt, Leute. Immer wenn ich mal nicht aufnehme, habe ich meine Skill-Momente. Ich werde jetzt wahrscheinlich keinen einzigen Kill mehr machen. Eben genau, weil ich aufnehme. Das ist so eine Sache. Ich fühle mich gerade echt mega am Konzentrieren. Guck mal, jetzt lose ich ab. Vorführeffekt. Gadi! Ja gut, der hat mich jetzt natürlich von der Seite erwischt. Ich glaube, das war derselbe Spieler wie gerade eben, Leute. Ich sag euch das. Dem habe ich aber schon ziemlich viele Kills gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Das kann man anders auch nicht sagen. Weil das nämlich sonst gelogen werde. Und Lügen darf man nicht sagen. Haha, Lügen. Jetzt bin ich richtiger Gangster. Bruder, ich schwör. No, Bro. Haha. Jo, das war gequickscoped. Ey, Leute, ich bin mittlerweile eigentlich richtig die Sniper-Wissenschaft. Wenn ich nächste Runde keine Sniper finde. Ha, gut, dass ich nicht geschossen habe. Theoretisch gesehen, wir werden das hier zwar nicht gewinnen, aber ich werde trotzdem mega viele Kills machen. Oh, nice. Aber ich wurde leider trotzdem gekillt von irgendjemand anders. Ich habe ihn noch gekillt, Leute. Das ist richtig nice. Ich hätte das echt nicht gedacht. Ich habe 11 Kills, Junge. Aber das war's. Krass. Aber trotzdem, ich meine, das... Ich will mich jetzt nicht selbst loben, Leute, aber das war schon beachtlich. So, und vor allem auch der Vorteil, wenn man allein zockt, ist... Ich würde es nicht immer machen, ich würde es bei weitem nicht immer machen, aber du kannst einfach ganz entspannt durchmoderieren, das ist so. Du hast niemanden, der dich ständig unterbricht und von daher gibst du sogar ganz ungewollt manchmal auf. Das ist halt manchmal so, wenn du mit anderen Leuten zusammen aufnimmst. Und ja, das ist der Vorteil daran, wenn man alleine zockt. Habt ihr ja, glaube ich, auch schon im letzten Fortnite-Video gesehen. Übrigens, die Story dahinter war folgende. Ich habe erst überlegt, ob ich Rage Mode aufnehmen soll, weil das mache ich ja normalerweise, wenn ich was allein aufnehmen will, wenn ich was anzusprechen habe, USW. Aber dann habe ich gedacht, ja komm, Fortnite ist eigentlich so das neue Minecraft, das was früher Minecraft war, das kann man glaube ich nicht so wirklich abstreiten. Und ja, von daher habe ich Fortnite gezockt und ich weiß gar nicht mehr, wie diese Runde gelaufen ist.
Ich muss dringend auf Klo, aber das hilft jetzt auch nicht viel. Und ja, das irritiert mich gerade ein bisschen. Ja, perfektes Timing, Leute. Aber ein bisschen, ich sag mal, Druck in Anführungsstrichen zu haben, ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Wobei, ich nehme lieber die Ballons, weil momentan sind Ballons eigentlich, glaube ich, besser. Ich glaube, Ballons sind allgemein besser als Driver, wollte ich gerade sagen, wie beim Golf. Greifer. Was habe ich auf einmal mit Drivern, Alter? So, so, das ist doch schon mal eine super Waffe. Allerdings hätte ich gern noch eine AWP. Das muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal ganz offen sagen. Eine AWP, die, das wär's jetzt. Gibt's da hinten Automaten? Nee, leider nicht, weil letzte Runde habe ich mir da tatsächlich was aus dem Automaten geholt. So. Okay, ich hole mir eigentlich nie was aus dem Automaten. Zumindest dann, wenn es um Essen geht. Also, holt ihr euch Essen aus Automaten? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr sowas jemals schon mal gemacht? Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, weil ihr kennt das ja. Beziehungsweise eigentlich kennt das jeder. Jeder hat schon mal ein Video davon gesehen, dass jemand sich was aus dem Automaten holt und dann bleibt das Essen einfach stecken. Oder das Trinken. Dann holt man noch was anderes und gibt dafür sein Geld aus. Na, um das dann quasi da rauszuholen. Und das bleibt auch stecken. Noch da drüber. Oder es bringt nichts. Natürlich sind diese Automaten mit Absicht so designt, Leute, oder? Würdet ihr das auch sagen? Ich würde das auf jeden Fall sagen, dass die Automaten mit Absicht so designt sind, dass da alles stecken bleibt. Und Supporter, nenne ich es jetzt einfach mal. Das sage ich übrigens auch ziemlich oft, nenne ich es jetzt einfach mal. Gerade natürlich nicht ansprechbar sind. So. Wir sind ganz gut equipped, aber ich hätte gern noch eine blaue Schrot oder so. Oder wenigstens eine grüne. Aber man kann natürlich nicht alles haben. Man kann auch natürlich auch mal mit einer Pump kämpfen, aber ich meine eine AWP oder so, das hätte ich schon gern, weil ganz im Ernst, momentan lässt es sich richtig gut snipen. Und mit einer lilanen AK geht das jetzt eher nicht und mit einer Farmers eher auch nicht. So. Alles mögliche an Moon. Moon ist ja schön und gut, Leute. Jeder braucht Moon, aber komm, hier drin. Leider nicht. So. Ich baue mich mal hier nach oben. Wahrscheinlich waren die Leute einfach schon hier und haben sich das Gute geholt. Obwohl das nicht sehr wahrscheinlich ist. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin ziemlich ehrlich in letzter Zeit. Habt ihr auch den Eindruck? Gebt mal einen Daumen hoch, wenn ihr das feiert. Wenn ihr Ehrlichkeit auch feiert. Ich meine, ich feiere Ehrlichkeit ja auch. Meistens zumindest. Manchmal muss man lügen. Notlügen lassen sich manchmal nicht vermeiden, wenn man ein Unglück verhindern will. Ich rede jetzt von keiner spezifischen Situation, aber komm. Oh, Geschenke, was? Do it, los. Okay, nutze Boogiebomben oder Geschenke. Was, Boogiebomben auch? Jackpot! Hab ich's nicht gesagt, Leute. Eine Heavy Sniper. Eine friggin' Heavy Sniper, Alter. Wenn das nicht mal ein Jackpot ist, dann weiß ich auch nicht. Yo, jetzt kann der Spaß losgehen. Können wir diese Runde gewinnen, Leute? Safe, oder? Wenn wir eine Heavy Sniper haben. Ihr habt mich ja noch, glaube ich, noch nicht so wirklich mal snipen sehen. Und das glaube ich auch aus einem guten Grund, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich aufgenommen habe. Wenn ihr viel on Stream guckt, dann vielleicht. Aber ihr wisst ja, wie das mit meinem Internet ist. Mein Internet plus Stream gleich Nebenprodukt 0 Skill. Fast. Fast. Das war knapp. Ah, jetzt schwächle ich ein bisschen. Kann das sein? Ja, ich schwäche. Ihr habt das gerade eben gesehen. Ich habe es euch eingeblendet. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt mit was anderem drauf schieße, mit der AK oder mit der Farmers, dann bemerken die mich sofort und schießen zurück. Dann kann es sein, dass ich verloren habe.
Frick. Oh, aber ich hab ihn. Ich werde mit Schneebällen abgeworfen. Beziehungsweise abgeschossen. Ja, schade. Ja gut, so ein Sturmgewehr. Das kann schon ordentlich Schaden verursachen, gerade wenn es eine AK ist. Also, ihr habt es ja gerade gesehen, wie schnell man Leute mit einer AK killen kann. In der Runde gerade eben hatte ich eine goldene. Das war dann auch schon wieder kritisch. Aber nur eine AWP, die natürlich zum normalen Snipen nicht wirklich schlechter ist als diese Heavy Sniper hier. Sie ist eigentlich sogar besser. Die Heavy Sniper kann ja Gebäude gut zerstören, also einzelne Platten. Und Flugzeuge auch. Hoffe ich zumindest. So. Aber die scheinen gerade abgestiegen zu sein. Beziehungsweise abgesprungen. Ich will Gegner sehen. Ich will Gegner sehen, damit ich sie snipen kann. Jetzt sind wir natürlich in der Graslandschaft. Und man muss halt auch einfach mal sagen. Snipen. Das war schade, was? Snipen in der Winterlandschaft. Das ist ideal. Also in der Schneelandschaft. So. Was? Der ist wahrscheinlich gerade gestorben, kann das sein? Nee, der hat einfach so seinen Ballon gelöst. Jetzt wurde er natürlich weggesnackt. Deswegen, Leute, holt euch immer eine AWP, wenn ihr snipen wollt. Was heißt holen, beziehungsweise verwendet, wenn möglich, eine AWP. Ah. Der Kill wurde mir auch weggesnackt. Tja, aber ich will nicht sagen, dass ich das nicht mache, weil das wäre gelogen. Und Lügen darf man ja nicht sagen, ne? So. Aber auch in Videoproduktion, muss ich sagen, ist es bei mir gerade sehr entspannt. Also, ich habe momentan eigentlich nicht wirklich was zu tun, weil Jakob und Ephelon sind im Urlaub. Mit denen kann ich momentan nicht aufnehmen, weil sie eben genau im Urlaub sind. Zack. Das war doch nice. Und von daher muss ich ja allein aufnehmen, was, wie schon gesagt, ja nicht unbedingt eine schlechte Sache ist. Okay. Mein Mate hat's gemacht. Ich hab's zumindest versucht, aber er wurde dadurch unter Druck gesetzt. Das ist ja auch beim Sport so die Sache, wenn man, als wir Handball gespielt haben, war auch so ständig davon die Rede. Schade, ich dachte, das hätte geklappt. Ich dachte, das könnte klappen, besser gesagt. Oh, was? Der hat direkt auf mich eine Granate geschossen, beziehungsweise einen Schneeball. Ja. Beim Sport wird einem ja immer gesagt, auch als wir Handball gespielt haben, wurde uns immer gesagt, nicht schlimm, wenn du ihm oder ihr den Ball nicht abnehmen konntest. Bei uns eher ihr, fairerweise. Ja, was wurde uns denn noch gesagt? Wichtig ist, dass du ihn oder sie unter Druck gesetzt hast. So, zack. Du denkst, du kannst noch mit 3 Ballons fliehen, ne? Das denkst du, Boy. Ja. 3 Kills nur? Gerade eben waren das aber mehr. Und ich wollte eigentlich meinen Fallschirm nicht einsetzen. Ich wollte gerade sagen, meinen Ballon, was ja nicht so ganz zutrifft. Schade. So, nachladen. Immer wenn man Ruhe hat, Heavy Sniper nachladen, weil das dauert ja endlos lange, wie ihr hier gerade seht. Leider. Vielleicht ist darin ja eine AWP. Oder auch nicht, ja gut. Ich will den Leuten jetzt auch nicht ihren Loot wegstehlen. Weil man will ja kollegial arbeiten, ne? So. Mit Low-Ground-Snipen ist nicht unbedingt was Gutes. Das muss man auch immer so sagen. Nur weil ich gerade eine Runde hatte, wo ich mal ein paar geile Snipe-Kills gemacht habe. Ja gut, da hätte ich sowieso nichts mehr ausrichten können. Aber nur weil ich gerade eine so eine Runde hatte,
heißt das jetzt nicht, dass ich direkt euch beibringen kann, was der Schlüssel dazu ist, ein guter Sniper zu sein. Oh, fast. War knapp, oder? Ich glaube, das war ziemlich knapp. Da hinten ist ja so ein bisschen ein Gemenge, will ich gerade sagen. Kann man das sagen? Gemenge ist ja eher eine Stoffmischung. Es ist true, haben wir im Chemieunterricht gelernt. Und ja, wir haben es wirklich im Chemieunterricht gelernt, in der 6. Klasse oder so. Also. Ja, nice one. Streamer 291, ey. Warum auch immer Streamer? Vielleicht hat die Person ja wirklich gestreamt. Kann ja sein. Okay, vierfach Raketenwerfer. So. Oh, scheiße. Ja gut, das war mit einer AK. Mit einer AK gut zu aimen kann natürlich auch sinnvoll sein. Aber wir sind am Gewinnen. Das ist gut. Ich will nur noch gerne den einen oder anderen Kill machen. Wenn's recht ist. Zack. Und aus der Nähe gequickscoped. Ich hatte mal meinen ersten wirklichen Quickscope. Hatte ich bei Loot Lake. Und zwar, als es noch das ganz alte Loot Lake war. Als da noch überhaupt nichts ausgetrocknet war oder so. So. Okay, dieser Spieler ist leider schon tot. Ja, irgendwie halt echt leider. Weil ich ihn gerne gekillt hätte. Aber das war doch mal eine ganz epische Runde von Fortnite Battle Royale. Leute, wenn sie euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Abonniert diesen Kanal für mehr episches Fortnite. Bis zum nächsten Mal. Ciao.